also wir haben die Pause auf jeden Fall aktiv genutzt und haben jedes Training voll durchgezogen, egal Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wirklich, es gab kein Tabu. Und wie gesagt, jetzt morgen mit der Videoanalyse bereiten wir uns, wie gesagt, explizit dann auf Elstate vor, um den Sieg dann mal wieder nach Hause zu tragen. Ja, die Stimmung ist natürlich sehr geil, weil endlich mal wieder spielen. So nach so einer langen Pause freut man sich dann natürlich auch drauf. Und alle sind heiß, wie gesagt, auf Elstate. Ist natürlich ein bisschen doof gelaufen, Sonntag 16.45 Uhr, aber wir machen das Beste draus. Also wir bereiten uns schon seit längerem auf die schnellen Außen auf jeden Fall vor. Die Elstate ist ja eine sehr erste und zweite Welle starke Mannschaft und deswegen schnelles Rückzugsverhalten.